Und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Space World 97, einem, ja, ich sag mal, optimierten Prototypen von Ocarina of Time. Dieses Game wurde damals auf einem Entwicklermodul von F-Zero X gefunden und wurde von Fans optimiert, sodass wir da mal reingucken können. Also so hätte Ocarina of Time tatsächlich mal aussehen können. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück einfach mal an. Wir haben hier verschiedene Touren oder Files, die wir selecten können. Wir starten einfach mal bei File Nummer 1 in Link's Haus und ich guck mal, wie weit wir einfach hier in dieser Beta-Version spielen können. So, wir starten rein direkt. Wir haben auch Waffen und verschiedene Items schon vorausgestattet. Und Salia ist hier direkt bei uns in der Hütte drin. Erstmal ganz merkwürdig, das Schwert ist auf der A-Taste. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, da werde ich öfter mal ein bisschen Trouble haben. Salia, hallihallo. Space World 97, The Legend of Zelda Hyrule Demo Tour. Willkommen im Kokiri Forest, Yara. Scheinbar war es geplant, dass die immer Yara sagen, die Kokiris. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin Salia, ein Kokiri. Oder von den Kokiris. Nett, dich kennenzulernen. Das ist dein Haus im Kokiri-Dorf, Yara. Versuch mal Z-Trigger zu drücken und geh raus. Okay, Yara, genau. Ja, das ist unser Z-Trigger. Ich kann doch gar nichts machen mit Z-Trigger. Naja, das ist unsere Hütte und wir gucken erstmal raus und schauen uns mal hier die Gegend etwas an. Ne, hier ist alles ein bisschen anders. Kann ich denn einen Rückwärtssaldo machen? Jo. Das geht. Okay, auch die Soundkulisse ist ganz abgespaced. Guck mal, hier ist ein fetter Zaun. Und was auch sehr random ist, man kann hier so springen, pass auf. Okay, jetzt spreche ich erstmal mit dem. Ah, okay, das ist alles so. Guck mal, man kann einfach springen. Man kann nicht nur vorwärts springen, man kann halt auch einfach so springen. Und die Soundkulisse ist auch mega, ne? Ja, lass uns mit dem B-Button sprechen. Das grüne Symbol oben auf dem Screen ist der Action-Button. Und damit kannst du ja mit B performen quasi. Und du kannst damit auch springen, wenn du quasi Z drückst und B drückst, genau. So. Sehr interessant, Alter. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und gucken, wie weit wir kommen. Und schauen uns an, wie das ganze Ding hier mal hätte aussehen können. So, können wir denn hier Rubine farmen? Gibt's das schon? Nö. Ja, ihr seht, hier sieht's alles sieht ein bisschen anders aus. Ich würde auch mal in den Shop reingehen. Es ist jetzt nicht so gewollt, dass man hier wirklich zocken kann, sondern das ist wirklich eher so eine Anschauung, ne? Dass man mal sehen kann, wie das Ding hier hätte aussehen können. Okay, das sieht nicht aus wie der Shop. Was machst du da? Okay, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal in die Häuser rein. Boah. Und schauen uns das Ganze mal an. Guck mal, die hier sieht sehr kämpferisch aus. Die würde mir bestimmt was über das Kämpfen erzählen. Ah, die sehen aber auch saugruselig aus, ne? Aber irgendwie auch ein cooles Design. Wollen wir uns mal das Menü angucken? Weil das sieht auch ein bisschen anders aus als im Original. Also wir haben jetzt standardmäßig schon diese drei Items. Ich glaube nicht, dass man die normalerweise schon hätte. Ich denke eher, das wurde so optimiert, dass man da halt wirklich, die Karte ist auch sehr schön, ein bisschen rumprobieren kann. Und wir können uns halt auch einfach in verschiedene Szenen rein switchen. Ne? Das sieht auch ganz cool aus. Die Schuhe sehen sehr cool aus, finde ich. Die sehen irgendwie besser aus als im Original. Sehr interessant. So. Wir haben übrigens unendlich von dem Zeug, was wir aktuell auf der Tasche haben. Also die ganzen Items und so. Oh nein, jetzt bin ich wieder reingegangen. Die ganzen Items und so sind unendlich da. Das heißt, da nimmt die Zahl aktuell nicht ab, damit du halt ein bisschen rumprobieren kannst. Genau. So. Da komme ich nicht rein. Alles klar, warum? Was soll das? Achso, jetzt. B-Taste sprechen. Ist unordentlich. Okay. Oh, schade. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Deko-Baum, oder? Und gucken mal, wie weit wir kommen. Und, je nachdem.
Also die A-Taste, ne? Auch der Weg sieht hier ganz anders aus. Jawohl, und zack. So, da kriegen wir einen Lego-Stick. Also wir können hier, wie gesagt, schön flashen. Und die Items nehmen nicht ab. So, gucken wir mal. Wir haben auch noch nicht die Zwille. Vielleicht war es gewollt, dass wir den Bumerang, dass man normalerweise den Bumerang nimmt für Goma. Genau, Navi hat uns geschickt, weil in ihm ist ein Parasit. Auch die Textboxen wurden sehr kurz gehalten. Finde ich angenehm. Und ihr merkt, es gibt halt keine fröhliche Musik da so im Hintergrund. Ich bin mal gespannt, wie die Soundkulisse im Dekubaum ist. Auch der hat sich sehr stark verändert, Leute. So. Okay, die Soundkulisse im Dekubaum scheint dieselbe zu sein. Aber guckt mal, das sieht einfach komplett anders aus. Alter Falter. Das ist schon ein richtiger Monster-Dungeon, sage ich euch. So. Boah. Okay, das ist, glaube ich, auch nicht normal, oder? Dass die blocken können mit ihrem... Mit ihrem Schnabel, sag ich mal. Mit ihrer Blüte. So, keine Ahnung. Wir gehen erstmal in die erste Tür rein, oder? Einfach mal auschecken. Ja, wie gesagt, das ist heute mal so eine Pilotfolge. Ein bisschen anspielen. Wir gucken uns mal um, schauen, wie weit wir kommen. Und wenn ihr irgendwie mehr davon sehen wollt, dann können wir da gerne nochmal was aufnehmen. Das sind die Schalter. Die sehen auch sehr random aus. Okay, da haben wir auf jeden Fall auch eine Schatzkiste. Die hole ich mir doch gleich mal. So, zack. Ah! B-Taste, ne? Oh Gott, der Degustik. Wow, was ein Icon, Alter. Okay, das sieht auf jeden Fall viel besser aus. Im Original viel besser aus, ne? Aber ich finde, Dungeon ist sehr interessant. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. So, wir haben auch standardmäßig, glaube ich, die Karte. Weiß jetzt nicht, ob wir hier noch eine Karte finden. Vielleicht den Kompass oder so. Genau, Leute, so hätte halt Zelda Ocarina of Time mal aussehen können. Vielleicht, wenn es nicht irgendwelche anderen Änderungen gegeben hätte. So, wie stark ist der Degu-Stick? Der zerbricht auch nicht, scheinbar. Ne, der scheint nicht zu zerbrechen, ne? Alter. Die Steuerung, ne? Die ist der Wahnsinn. Die ist echt der Wahnsinn. Jetzt habe ich einen halben. Jetzt habe ich einen halben Degu-Stick. Anderthalb, seht ihr das? So, wir standen einfach mal rein. Ah, cool. Nee. Und die machen sehr viel mehr Schaden, die Gegner. Wesentlich mehr Schaden. Okay, was haben wir hier drin? Was haben wir denn hier drin? Die Zwille. Ah, das Slingshot. Sehr cool. Okay, die nehme ich mir doch direkt mal auf die Hand. Ja, scheinbar doch nicht. No. So, jetzt haben wir wieder einen ganzen Deko-Stick. Okay, cool. So, jetzt kommen wir hier oberhalb raus. Haben wir noch eine andere Tür gehabt? Hätte ich noch irgendwo anders hingehen können? Nee, ich glaube, wir sind den richtigen Weg gegangen, oder? Da sind wir, glaube ich, vorhin rein. Die Steuerung ist auch super merkwürdig. Normalerweise kannst du ja... Ah doch, es geht. Aber ist gewöhnungsbedürftig. Steuerung ist sehr, sehr anders. Okay. Schauen wir mal, was wir hier noch so machen können. Können wir eine Wirbelattacke machen? Okay, er hat sogar ein weißes Licht. Aber ist nur die kleine. Ist auf jeden Fall super interessant, dass man hier so springen kann. Das finde ich sehr, sehr, sehr lustig. Okay, können wir gerade reingehen? Frage ist, wollen wir das? Boah, ich nutze mal mehr Deko-Nüsse, glaube ich. Ja, komm, wir gehen da mal rein in die Tür. Also das scheint so der Aufstieg zu sein. Ich bin halt echt gespannt, wie weit wir hier kommen in dem Spiel. Ah, okay. Die Viecher sind auch da. Das heißt, wir brauchen da doch den Boomerang für. Ah. So. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil Speichern gibt es hier nicht. Dass ich nicht aus Versehen wieder in den Titelbildschirm gehe. Zack. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu.
wie ihr das findet. Also ich finde immer geil, wenn es da so eine Alternativversion gibt von Spielen, wie das mal hätte aussehen können. Ist hier noch irgendwas? Mehr ist hier gar nicht, ne? Ich komme hier nicht weiter. Nö, das war irgendwie nur, dass ich mal kurz reingucken kann. Okay, also nicht wichtig für mich. Dann hauen wir hier mal ein bisschen ab hier. Ja, die Kameraführung ist auch gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. So. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter, oder? Ja. So, pass auf. Dreht er sich nicht um? Doch. Ich kann umschießen. Das ist ja interessant. So. Herzchen, sehr gut. Gibt es vielleicht noch ein Herzchen? Nö. Natürlich nicht. So, okay, es geht weiter. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Sind wir hier oben auf der Brücke? Sind wir hier richtig? Ich hoffe es. So, ich wollte wie gesagt so viel mitnehmen wie geht. Und da kriegen wir direkt eine Schatzkiste. Ah. B und A vertauscht. Ey, das ist ja Hölle. Ich habe ein Piece auf Fahrt gefunden. 8 Pieces machen ein Herzcontainer. Okay, also hier ist es richtig krass gemacht, dass du 8 Stücke eines Herzteils brauchst, um überhaupt einen neuen Herzcontainer zu bekommen. Das ist krass. Also ich glaube, wir können jetzt hier direkt uns runtertroppen lassen. Waren wir da unten schon? Ja, da ist nichts, okay. So, hier. Waren wir hier schon drin? Ah, okay, wir sind wieder hier. So, okay. Zack. Ich ignoriere den mal. Wir wollen ja mal ein bisschen Fortschritt machen. So, hier waren wir vorhin drin. Zack. Und jetzt steigen wir mal weiter nach oben. Das Auge haben wir abgeschossen. Und wir gucken mal. Hier waren wir jetzt theoretisch noch nicht drin. Und hier ist auch ein Herzteil, Leute. Da komme ich nicht hin. Das heißt, da muss ich... Diese Sounds, ne? Ganz merkwürdig. Eier. So, ganz easy to clear. Und wir kriegen sogar eine Schatzkiste. Sehr schön. Oh, macht aber echt Spaß. Ich hätte es mir so gewünscht, dass es auch ein Game wäre. Okay, wir kriegen den Kompass. Heißt, wir kriegen jetzt die Schatzkisten angezeigt auf der Karte. So. Ich hätte es mir echt gewünscht. Wenn man das Spiel komplett durchspielen könnte, wäre echt geil. Vielleicht kann man es auch, ich weiß es nicht. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall keine Items. Das macht es wesentlich leichter. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hättet. Da waren wir noch nicht, oder? In der Tür. Ne, ich glaube nicht. So, warte mal. Ihr schaut erstmal, wie das Game hier so bei euch ankommt. Und warte mal so auf eure Kommentare. Ich glaube, so als erstes Ziel für diese Folge. Oh Gott. Oh, das war knapp. Und die Kameraführung, Alter. Goma zu töten und den Dekobaum abzuschließen ist doch für die erste Folge keine so schlechte Aufgabe, oder? Ich meine, wir können uns dann ja auch noch verschiedene Hallo? Kann ich das? Die steht falsch rum. Wahnsinn! Was ist das denn? Wir können uns dann ja noch verschiedene Kurse auswählen. Okay. Jetzt wird mir das Stockwerk angezeigt. Okay, und Dungeons, also Räume, die ich betreten habe, werden markiert wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, jetzt kommen wir auch zum Herzteil. So, zack. Oh, das ist so knapp. Wahnsinn. Okay, hier können wir uns jetzt das Herzteil holen. Dann müssten wir jetzt 2 von 8 haben. Ah, das wird einfach so eingesammelt. Okay, ohne irgendwie... Kann ich das sehen irgendwo im Menü? Alter, was? Was?
Und es gibt noch einen ganz unten, alles klar. Aber irgendwie ist das cool gemacht. Also ich feiere es irgendwie ein bisschen. Ja, guck mal hier. Kann ich mir das anzeigen lassen? Nee. So, okay, cool. Also irgendwie gefällt es mir, der Look. Ein paar Sachen sind eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. So, gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Jetzt müssten wir gleich in der 4. Etage sein. Hä? Ich hab dich doch gesandt. So. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein paar Schätze. Warum sollte ich hier lang gehen? Das hat keinen Sinn, oder? Befestigung. Oh, nein, hat doch tatsächlich einen Sinn. Zack. Okay, krass. Ja, wie gesagt, wir versuchen mal den Deko-Baum abzuschließen und gucken mal, ob es danach weitergeht oder ob ich dann einen anderen Kurs auswählen muss. Heilige Scheiße, was ist denn jetzt passiert hier? Okay, ich töte mal alle Gegner, ja. Oh oh. Alter. Hallo. Oh Gott. Okay. Ich habe Deko-Nüsse bekommen, Wahnsinn. Sehr gewöhnungsbedürftig. Mann, ich will doch eine Sprungattacke machen. Ja, die geht halt auch nicht mehr so einfach, ne? Ist halt jetzt auch ein bisschen anders so. Zack, und weg damit. Krieg ich was dafür? Nee. Sonst hätte mir wahrscheinlich auch eine Schatzkiste auf der Map angezeigt werden müssen. So, So, und dann zünden wir hier mal die Fackeln an. Also der Dungeon kommt für mich auf jeden Fall so vor, als ob der größer ist. Aber finde ich nicht schlecht. Warte mal, hier ist noch ein Gegner. Mann. Die halten auch echt viel aus, ne? Okay. So, weiter geht's. Das ist eigentlich schon eine Markierung auf der Tür. Ist das ein P oder was bedeutet das? Auf der Rückseite ist ein anderes Zeichen. Naja. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal in diese Tür hier rein. Das scheint mir auch... Ja, das scheint mir ein richtiger Weg zu sein. Beziehungsweise da... Da kam man vorhin nicht hoch, genau. Okay. Ihr merkt es immer wieder, ne? Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich switche hier ganz komisch hin und her mit der Kamera. Also lässt sich echt ein bisschen seltsam spielen. Aber es stört nicht ganz so krass. Es geht. So, okay. Es ist sehr lustig, dass man diese Gegner hier umdrehen kann mit der Zwille. Alter, die Steuerung. Wie oft die auf dem Boden bouncen, ne? Ist auch krass. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein, oder? Doch, da unten, guck mal. Was ist denn das? Aber bin ich hier richtig? Ich kann die auch mit der Zwille einfach wegschuten, Alter. Bam, 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 bam. Hä, da geht's raus. Aber ich komm... Ich kann hier oben lang gehen und unten lang gehen. Hier unten war ich aber auch noch nicht. Gut, dann gucke ich mal ganz kurz. Das ist wahrscheinlich, falls ich runterfall, oder? Ich merke auch gerade, ich kann nicht rollen. Kann ich rollen? Hä, da war ein Herzteil. Da war ein Herzteil. Nee, man kann nicht rollen. Oh Gott, man kann nicht rollen, Leute. Das ist ja mega strange. Aber dafür können wir hüpfen. Hä, nee, hä? Hier kann ich auch einfach mal mit einer Leiter hochklettern? Verstehe ich gerade nicht. Okay, hier ist Gittertür. Ah, okay, ich muss doch den Weg gehen, da ich... Ja, okay, ich muss den Schalter erst drücken. Und dann muss ich unten lang. Alles klar. Das verstehe ich doch. Nee, man kann nicht rollen. Das macht mich sehr, sehr traurig. Dafür kann man hüpfen. Ja, sehr special. So, zack. Also, ich finde es irgendwie lustig. Was traurig ist, dass sie die Musik von Kokiri Town nicht eingefügt haben. Okay, warte, den schub ich mal so weg. Aber man kann den immer nur einmal treffen. Nee, doch nicht. Guck mal, Dauerfeuer geht auch. Let's go! Alter, immer so knapp. Warum?
So, ich aktiviere mal den Schalter. Zack. Yes. Ist es schon so, dass mir Navi was über die Gegner sagen kann? Nee. Das scheint es auch nicht zu geben. Und das Abvisieren ist ja auch mega schrecklich. Ah doch, warte mal, check. Nee. Okay, cool. So, dann direkt wieder hier runter. Und es geht weiter. Ja, wir gucken mal, wie weit das hier geht. Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn es doch ein bisschen zu kurz geht, weil ich würde schon gerne eine Stunde aufnehmen, so in etwa. Im schlimmsten Fall spielen wir halt noch eine zweite Szene. Und dann warte ich halt auf euer Feedback, weil dann würde ich das vielleicht nochmal aufnehmen hier. Finde ich sehr, sehr... Oh Gott, was ist das? Sehr, sehr interessant. Hier wird es ein bisschen schmaler. Wir sind, glaube ich, jetzt gleich in Stockwerk 5, ja. Okay, es gibt auch nur diesen Weg hier. Aber ich finde, man fühlt sich sehr wie in einem Baum. Ich finde es cool, dass der Dungeon halt so groß ist. Das fühle ich irgendwie. Ich mag halt lange Dungeons. Okay, hier muss ich Feuer mitnehmen. Ich muss bestimmt hier hinten irgendwas anzünden. So, jetzt probieren wir das hier nochmal mit dem Dauerfeuer. Okay, das geht eigentlich nicht schlecht. Guck mal, man kann die doch ganz gut wegshooten, wenn man Dauer voll macht. Würde ich natürlich in Real nie machen, weil ich mache das jetzt auch nur, weil wir unendlich Munition haben. Normalerweise wäre ich da eher der sparsame Typ. Aber guck mal, wenn das so geht, warum soll ich das nicht benutzen? So, hier muss ich eine Fackel anzünden, alles klar. Ich gucke aber nochmal ganz kurz, dass der Weg frei ist, weil ich muss bestimmt hier hinten noch mehr anzünden. Lohnt sich ja nicht, wenn ich dann mit der Fackel hierher renne und dann sind noch Gegner. Gibt sogar ganz viele Türen. Ach du Scheiße. Ah, da kann ich mir bestimmt irgendwo wieder ein Herzteil holen. Mit Sicherheit. Okay. Aber es bringt jetzt keine Vorteile, wenn man springt, ne? Finde ich ein bisschen merkwürdig, diesen Jump. Und dafür gibt es halt keine Rolle. Das macht mich sehr, sehr traurig. Oh, keine Rolle. Ich bin halt voll der Rolltyp, ne? Ich spam normalerweise die Rolle die ganze Zeit. So. Zack. Weil, ja, du wirst halt schneller und macht halt irgendwie Spaß und Laune, ne, wenn man die ganze Zeit die Rolle spammt. Okay, die Fackel hält auch unnormal lange. Gehen beide Türen auf? Okay, es geht nur eine Tür auf. Hm. Vielleicht ist die andere Tür Rückweg oder so? Das gibt überhaupt keinen Sinn, oder? Geku-Kerle. Oh. Alles klar. Okay, da ist wieder einer. Auch dieses Anvisieren, das geht relativ, ist relativ kurz. Also ich kann mit Navi jetzt nicht über viel Entfernung anvisieren. Das ist leider nicht so. So, alle Gegner töten und dann geht die Tür auf, wa? Yes, Mann. Okay, jetzt ist halt nur die Frage, warum gab es diesen Durchgang in der Mitte noch? Hm. So, weiter geht's. Und ich merke es jetzt erst. Ich habe ja die ganze Zeit mein Schild draußen. Das ist auch interessant. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ist irgendwie auch realer, als sein Schild auf den Rücken zu packen, oder? Ich glaube, in der Tür waren wir vorhin, sind wir vorhin nicht reingekommen, ne? Aber warum sollte ich da hingehen? Ist ja einfach nur ein Rückweg. So, wir könnten jetzt hier reingehen. Warum soll ich hier reingehen? Ah, da gibt es auch wieder eine Tür, okay. Warte mal kurz, ich gehe erstmal hier außen rum. Will ich hier mal kurz auschecken, was hier noch ist. Das geht mega easy mit der Zwille. Nice. Okay. Wo kommen wir denn hier noch hin? Ich glaube... Ah, perfekt. Da bekommen wir mal noch eine Schatzkiste mit einem weiteren Herzteil. Wir haben schon 4 Stück gefunden. Cool.
Aber das war's hier auch wieder, ne? Also hier könnte ich jetzt, wie gesagt, zurückjumpen, aber warum sollte ich das tun? Ich teste es mal kurz aus. Warum? Hä? Oh. Ah, vorher konnte ich an diese Tür nicht ran, oder? Und da ist auch ein Herzteil, seht ihr das? Das schimmert da gerade so durch. Ja, das ist jetzt Rückweg, ne? Das hat man jetzt schon... Und wenn ich jetzt hier runterjumpe... Warte mal kurz. Hä, wo ist das denn? Wo ist das denn hingefallen? Guck mal, da ist ein Herzteil. Das heißt, wenn ich jetzt hier rüberjumpe... Und dann hier so schräg... Hä, wie konnte ich denn das Herzteil vorher nicht mitnehmen? Hab ich das übersehen? Zack. So. Jetzt ist die Frage... Wo ist denn diese Platte jetzt gerade runtergefallen? Das muss doch hier irgendwo in der Nähe gewesen sein. Da. Komme ich da rüber? Hüpp. Okay, nein, komme ich nicht. Aber ich kann darüber jumpen, glaube ich. Okay, das heißt, der ganze... Da ist noch eine Schatzkiste. Komme ich irgendwo rein? Da, guck mal. Da gibt es noch eine Schatzkiste. Wir haben 5 Herzteile schon gesammelt. Ob wir hier einen kompletten Herzcontainer zusammenkriegen? Insgesamt? Okay, hier gibt es Steine. Kann ich die schieben? Ne, die scheinen fest zu sein. Okay. Aber warum sollte hier... Hä? Okay, ich komme hier nicht weiter. Ich würde mir gerne diese Schatzkiste noch holen. Ah, dass ich nicht rollen kann, ne? Das ist immer noch... Stresst mich ein bisschen. So, und hier komme ich nicht hoch, ne? Ha. Nö, da komme ich nicht hoch. Okay, wie komme ich denn zu dieser Schatzkiste? Da würde ich schon gerne noch hinkommen, ehrlich gesagt. Hier komme ich rüber, da ist der Ausgang. Hier war man noch nicht drin. Richtig? Oh, okay, da geht's jetzt ins Untergeschoss. Aber ich will die Schatzkiste noch haben, Leute. Die würde ich schon gerne noch irgendwie ergattern. Ich meine, da ist so ein komischer Fels, aber der bringt mir ja gar nichts. Da muss ich ja doch erst... Oder komme ich mit dem Felsen irgendwie... War der vorher schon da? Ich bin gerade maximal verwirrt. Ne, damit komme ich nicht weiter. Das hilft mir aktuell nicht weiter. Okay. Ne, dann gehe ich mal hier hoch. Und dann müssen wir halt irgendwie den Weg nochmal zurücklaufen, bevor ich dann da lang gehe. Beziehungsweise, guck mal, hier. Vielleicht komme ich auch einfach hier so rüber. Boah, ganz knapp nicht. Aber das kann ich nicht schieben, ne? Nö. Da kann ich nichts machen. Ja, dann muss ich doch nochmal den Weg laufen und zurückgehen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Ja, und dann von da irgendwie runterjumpen. Okay, machen wir mal ganz kurz. Den Weg, genau, den kennen wir schon. Den sind wir als erstes gegangen, als wir hier rein sind. Oh Gott. Die Kamera, ne? Ja, also da macht man Ocarina of Time, dem Originalspiel, halt nichts vor, ne? Mit der Kamera. Das ist halt schon so geil gemacht. Da können sich so viele Spiele, die heutzutage auch gemacht werden, was abschneiden. Das finde ich so geil mit der Kamera, die da sich selber anpasst. Also ich liebe die Kameraperspektive vom Original in Ocarina of Time. Das macht irgendwie alles so spielsicher und so. I love it. So, hier in der Tür müsste jetzt die Schatzkiste sein. Hier waren wir noch nicht. Okay. Ah, die kommt doch direkt einfach so. Geil. So. Zeige mal her. Jawohl, da ist das nächste Herzteil. Jetzt fehlen nur noch 2. Keine Ahnung, ob wir die noch hinkriegen. So, und da kann ich jetzt die Tür wieder aufmachen, oder wie? Hat ja auch wenig Sinn, wenn die andere Tür offen ist, oder? Naja. Nee, die ist... Hä? Was ist passiert? Ist überhaupt nichts passiert. Hm? Jetzt ist die Tür aufgegangen. Ich verarschen. Okay.
Interessant. So, jetzt sind wir auch wieder ganz... Ey, hätte ich auch einfach so reingehen können. Da hätte ich mir diesen Umweg ja sparen können. Naja. Okay, dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal Richtung runterwärts. Im Dekubaum. Und gucken mal, ob wir, wie Goma aussieht und ob wir den besiegen können. Würde mich sehr interessieren. So. Das war jetzt vielleicht nicht der schlauste Move. Ich wollte das eigentlich auch nicht. Hier gibt es doch bestimmt auch noch irgendwo ein Herzteil, oder? Bestimmt. So, warte mal, ich kletter nochmal hier kurz hoch. Ich meine, es ist schon traurig, dass es dieses Loch nicht in der Mitte gibt, ne? Das ist schon sehr iconic. Im normalen Ocarina of Time, da halt in der Mitte durchzujumpen, das ist halt auch das, was den Dekubaum, finde ich, so mit ausmacht. So, das ist hier. Goma ist lurking in the dark, wandert in der Dunkelheit. Ändert deinen Blick mit dem C-Button und sucht nach dem Goma-Auge. Okay, es gibt auch, das ist eine weirde Boss-Tür. Die ich auch nur von einer Seite öffnen kann. Okay, Leute, Goma-Time. Ich bin gespannt, wie der so ist. Der Boss. Normalerweise kein Problem, das Ding, ne? Man kennt ihn. Man kennt ihn. So. Sieht sogar sehr originalgetreu aus bis jetzt. Ja. Und wir gucken mal, was er so für ein Moveset hat. Aber es wird nicht mal angezeigt, dass der Goma heißt. Bis jetzt sieht er sehr originalgetreu aus. Jo, der sieht sehr nach Original aus, okay. Papa, Papa. Okay, das war's schon. Eigentlich wollte ich noch eine Runde und ich wollte ihn mal Eier droppen lassen. Um das mal anzusehen, aber naja. Er scheint originalgetreu gewesen zu sein, dieser Goma. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, hätten wir hier noch mehr Herzcontainer sammeln können? Nicht Herzcontainer, sondern Pieces. Hier gibt's auch gar nichts für den Boss. Interessant. Meint ihr, es gibt in jedem Dungeon 8 Pieces und man muss die alle sammeln? Und ich habe 2 verpasst? Aber ich habe eigentlich echt gut aufgepasst. So, okay, damit sind wir jetzt in dem ersten Abschnitt durch, Leute. Man könnte jetzt hier weitermachen. Hyrule Castle, Hyrule Field, Death Mountain. Könnte verschiedene Abschnitte halt durchspielen. Inside the Deku Tree. Ja, wir haben jetzt quasi das gemacht. Links Haus und sind Inside the Deku Tree. Ich denke mal... Man kann dann vielleicht Hyrule Castle und Dodongos Kaverne irgendwie verbinden. Battle gegen Goma haben wir auch schon gemacht. Stalfos? Okay. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sehen. So, bei eben neuen Kaffee geholt und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns Hyrule Castle mal an. Let's go. Okay, wir werden direkt reingeschmissen. Kann ich denn zurückgehen und kann mir mal den Marktplatz angucken? Geht das denn? Das würde ich nämlich auch gerne machen. Alter, wie der läuft. Okay, das ist... Es ist irgendwie cool, dass die laufen. Die sieht super gruselig aus. Was ist... Was bist du? Speak? Ach, das ist ein Sora... Ah, nee, ob du jemals beim Sora warst. Okay. Das sieht aber auch komisch aus hier. Okay, ich finde es irgendwie cool, dass die laufen. Weil ich glaube, normalerweise ist das Einzige, was sich bewegt auf dem Marktplatz, das Mädchen, oder? Ansonsten passiert da, glaube ich, nicht viel. Bam, 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 bam. Und es sind auch so ein bisschen andere Charaktere da. Okay, hier kommt man gar nicht hin. Komme ich auf die Ebene von Hyrule? Okay, da komme ich auch nicht lang. Okay, gut. Ja, wir gucken uns, wie gesagt, das mal an hier. Es ist ja nur eine Demo, deswegen können wir nicht überall hinlatschen.
Beziehungsweise ein Prototyp. Bam, bam. Kommen wir hier lang? Okay. In die Ecken können wir leider auch nicht. Aber hier können wir auch springen. Ah ja. Der Typ? Wo ist denn der Typ normalerweise? Den kenne ich auf jeden Fall aus Majora's Mask. Aber wo ist denn der noch? Gibt es den Ocarina of Time auch standardmäßig? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Okay, Schloss Hyrule. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich wollte nur mal kurz auschecken, ob man halt im Marktplatz auch ein bisschen was machen kann. Also hier sieht er komplett anders aus. Auch schon wieder, ne? Das ist ja der Wahnsinn. So, da könnte ich jetzt direkt zu den Wachen hoch. Aber lass mich raten, das ist natürlich nicht gewollt. Da werde ich wahrscheinlich erwischt. Ich brauche wahrscheinlich trotzdem einen Alternativweg, richtig? Nur juckt die einfach gar nicht. Juckt die einfach gar nicht. Okay, dann gucke ich erstmal da unten lang. Ich wollte das mal checken, aber die Wachen scheinen hier nichts gegen mich zu haben. Super interessant, dass man hier springen kann, ne? Super interessant. Okay, und da ist wahrscheinlich ein Fels. Habe ich denn... Ich habe jetzt gar keine Items. Okay, schade. Ich habe gedacht, ich kann mal hinten vielleicht einen Fels wegspringen. Und zur Feenquelle. Die Fee hätte ich mir auch gerne mal angeguckt, wie die aussieht. Hier in der Beta-Version. Oder in der Prototyp-Version. So, okay, dann gucken wir mal. Der Baum ist auch nicht da. Also, es hat Ähnlichkeiten. Klar, die Grundrisse sind da, aber es sieht anders aus, ne? Und die Frage ist, können wir denn jetzt bis zu Prinzessin Zelda vordringen? Heilige Scheiße, die Steine sind gar nicht da. Okay. Ist das etwa so gewollt, oder was? Ne, okay, wie komme ich da rüber? Ich kann hier keine Steine schieben. Eine Tür gibt es auch nicht alternativ. Und ich glaube, von hier aus komme ich auch nicht rüber einfach, oder? Ah doch, das könnte klappen. Wie gesagt, die Kamera ist mega komisch. Also wer die Ocarina of Time Kamera gewohnt ist, wird hier Probleme haben. Okay, gut. Das funktioniert. Und wir... Wie, das war's schon? Ich kann hier gar nicht rein. Das ist... Das war Schloss Hyrule. Okay. Dann würde ich sagen, tschüss. Das war Schloss Hyrule, Leute. Hyrule Tour, Hyrule Castle, Hyrule Field. Ja, dann gucken wir uns mal Hyrule Field an. Oh, da sind wir direkt als Erwachsener. Oh lol. Und hier reiten noch andere Pferde rum. Oh. Ja, und jetzt? Ich kann doch gar nichts machen mit dem Schwert. Ich kann doch gar nichts machen mit dem Pferd. Mit dem Schwert auf dem Pferd. Okay, springen scheint es auch noch nicht zu geben. Das geht. Okay, die haben ja so richtig eine Ranch aufgebaut. Also so richtig zum Trainieren wahrscheinlich. Boah, und da ist Ganons Pferd. Was? Kann ich das holen? Bleib stehen. Nur reitet weg. Bestehen! Das wäre doch geil, wenn man jetzt auf Ganons Pferd rumreiten könnte, oder? So ein Epona-Skin wäre doch auch nice. So schafft Epona es, hier rüber zu springen? Okay, doch. Das funktioniert. Dann funktioniert das bestimmt auch, hier drüber zu springen. Was ist das für ein Bäumchen? Irgendwie nicht. Was ist das denn hier für ein Bäumchen? Kann ich absteigen? Ja. Okay. Bäumchen kann ich ja auch zerschneiden. Sehr, sehr interessant. So. Ah, es triggert mich immer noch B und A, ne? Dass das vertauscht ist. Das macht alles gerade ein bisschen weird. Für mich. So, die Map sieht auch sehr interessant aus. Oh, Zeldas Pferd rennt hier auch rum. Hey, wie cool. Aber warum sind wir jetzt erwachsen? Und ich glaube, mehr kann ich hier auch nicht machen. Ich glaube, das ist auch einfach nur mal zum Gucken, wie das hier aussehen könnte. Also, finde ich nicht schlecht. Kann man auf die London Ranch, geht auch nicht. Ist auch abgesperrt. Okay, schade. Aber irgendwie ganz nett und cool gemacht. Gut, dann würde ich sagen, das
Können wir auch vergessen. So, Hyrule Death Mountain. Okay, den können wir uns auch mal angucken. Da bin ich jetzt aber als junger Link wieder. Okay. Koronia kann ich auch nicht rein. Kann ich denn... Ich habe theoretisch nicht das Armband. Kann ich die hochheben? Okay, das geht. Oh, die sehen aber felsig aus. Guck mal. Auf Zelda Hyrule Demo-Tour willkommen to Goron Mountains. Er ist Jolly, der Goron. Ich sehe ein bisschen komisch aus, aber ich bin ein guter Typ. Okay. Ja, dann erzählt uns halt, wie wir die Bomben aufheben können. Okay. Ich sehe ein bisschen komisch aus. Gut, Frage. Ja. Man könnte jetzt hier direkt hinjumpen, wo das Herzteil normalerweise wäre. So, und hier geht's ja direkt. Okay. Wir könnten theoretisch jetzt direkt in den Dungeon reingehen. Ich glaube, das würde ich gleich mal machen. Was haben wir für Items? Okay, Standardausrüstung wie vorhin auch. Im Deku-Baum. Oh, jetzt bin ich gelieft. Jetzt bin ich gelieft. Aber ist ja auch egal, wir können direkt so rein, ne? So. Genau. Dodongos Kavern. Aber Leute, ich würde sagen, Dodongos Kavern können wir ja mal im nächsten Part machen. Ich habe so ein bisschen was gezeigt. Also wir haben jetzt 45 Minuten grob aufgenommen. Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Ende erstmal. Wenn ihr Bock habt, das Game hier weiter zu sehen und Dodongos Kavern und vielleicht noch ein paar andere Sachen zu sehen, die es hier noch gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann schauen wir uns im nächsten Part hier das gute Stück auch nochmal an. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüss.